So, da sehe ich ein Video. Da sehe ich auch ein Video. Juhu! Man sieht es, glaube ich, so ein bisschen. Ich bin schon in Rot-Wies, weil ich muss gleich noch zur Pressekonferenz für die Schul- und Mädelszüch am Sonntag. Für alle, ich weiß gar nicht, ob das außerhalb vom WDR Kölns aufgenommen werden wird oder gezeigt wird. Sonntag ist in Köln Schul- und Mädelszüch. Die KG Apollonia ist Gruppe Nummer 7. Ich hoffe, ihr klebt, also wenn ihr nicht in Köln seid und Köller Love nebendran und Kamelle uns zuruft, hoffe ich auf virtuelle Unterstützung im Rahmen des WDRs. Okay, herzlich willkommen trotzdem zu unserer regulären Projekt Rosa Einhörner Salespiration, auch wieder diesen Mittwoch in kurz, knackig und hoffentlich auf den Punkt. Übrigens auch nächsten Mittwoch, trotz aller Aschermittwoch, auch eine Salespiration, so damit ihr schon mal vorgewarnt seid. Diese Salespiration, diese Woche geht mehr um, ich würde mal sagen, so das, was man viel unter Mindset zusammenfasst, viel im eigenen Kopf drehen. Und ich habe heute in der Früh schon wieder zum 23.000. Mal einen Post gelesen, dass Mindset das Wichtigste ist. Und dazu deswegen die kleine Salespiration an dieser Stelle. Nein, Mindset ist nicht das Wichtigste. Es ist einfach totaler Schwachsinn. Das Einzige, was wirklich, wenn es schon etwas, was das Wichtigste ist, ist die Umsetzung. Also, wenn ihr einen Post seht, wo da steht, Mindset sei das Wichtigste, nein, Umsetzung ist das Wichtigste. Stehen wir uns ganz gerne beim Umsetzen selbst im Weg? Ja. Schiebt man das auf das Mindset, ist das eine ziemlich geile Ausrede und Leute können ganz viel Geld damit verdienen. Aber das Wichtigste, damit ihr Umsatz kommt, von Umsetzen. Daher ist diese Woche die Salespiration für alle, die nicht Karneval feiern oder die Karneval feiern und nur wenig Zeit dazwischen haben, ein bisschen was zu tun. Ein kleiner Aufruf an die Umsetzung. Setzt euch hin, nehmt euch 10 bis 20 Minuten und schreibt in diesen 10 bis 20 Minuten mal runter, welche Sales- und Marketingmaßnahmen ihr nächste Woche macht und verpflichtet euch selbst selbige zu tun. Hiermit auch der kleine Reminder, dafür haben wir eigentlich auch den Buddy-Mittwoch, ihr Quietschnasen, damit ihr sagt, hey, ich habe diese kleinen To-Dos nächste Woche, erinnert ihr mich bitte im Laufe der Woche daran. Also daher diese Salespiration diese Woche. Der große, lampische, erhobene Zeigefinger. Ihr kriegt keinen Umsatz hin, wenn ihr nicht umsetzt. Punkt um. Ihr könnt Tage, Monate, Jahre lang am Mindset arbeiten. Es wird euch nichts helfen, wenn ihr nicht in die Umsetzung geht. Und manchmal ist die einfachste Variante, das Mindset beiseite zu schieben und es einfach verfickte Scheiße zu tun. Dieses Video wird damit definitiv wohl nicht auf YouTube landen. Tut es. Das heißt nicht umsonst, get shit done. Also, wenn ihr diese Woche die nächsten nach der Salespiration noch 10 Minuten, maximal 20 Minuten habt, nehmt euch diese Zeit. Schreibt euch To-Dos, die in dem Fachbereich Sales und Marketing fallen. Setzt diese um und am Morgen, heute ist ja Mittwochs, Buddy-Mittwoch. Es ist nicht nur Salespiration, sondern es ist Buddy-Mittwoch. Und wenn Rebecca gleich den Post oben drunter macht, dann sagt, was eure To-Dos sind. Sucht euch Buddies, damit ihr diese To-Dos auch umgesetzt bekommt. Denn wenn ihr sagen wir mal im Februar 2020 auf euren Februar 2019 hinguckt und feststellt, was habe ich damals eigentlich so getan, dann ist es ziemlich krass zu sehen, dass man meistens sehr viel weniger tut, als was man immer so denkt, da man an ganz anderen Stellen rumbaut, als wirklich in die Außenkommunikation, ne, der anderen Begriffe Marketing und Sales zu gehen. Deswegen nehmt euch jetzt 10, maximal 20 Minuten Zeit. Schreibt auf, was ihr für die Außenkommunikation in der nächsten Woche tut. Und ja, das können auch Posts zu Karneval sein. Und gleichzeitig nachher im Buddy-Mittwoch sagt, was ihr tun werdet. Sucht euch einen Buddy, der euch accountable hält, damit ihr nächste Woche diese Dinge auch umgesetzt habt. Also, die nächsten 7 Tage schlicht und einfach mit dem, was dann mal Umsatz bringt, nämlich umsetzen. Zum Umsetzen kann ich euch außerdem noch empfehlen. Guckt auf jeden Fall, oben oder unter mir ist irgendwo in dieser Gruppe, als auch auf der Facebook-Seite, als auch auf YouTube, irgendwo die WR-Talkshow von gestern, wie ich behaupte, eine unserer besten Talkshows, die wir bisher gemacht haben und die definitiv auch nochmal mit Launchen und Co. aufräumt, was das wirklich ist. Übrigens, Teil 2 geht nächste Woche weiter. Nächste Woche Dienstag um 12 nochmal. Auch das fällt unter Umsetzen. Aber haltet euch nicht zu sehr mit Fortbildungen auf. Insbesondere fachliche Fortbildung, wenn ihr eh schon der Guru in eurem Feld seid, geht, wenn ihr diese Woche Umsetzung unter Fortbildungsaspekten habt, das, wo ihr offene Flanken habt, was im Normalfall Business, Unternehmens und sonstige Sachen sind. Aber hört euch auf mit der Herzensbusiness, Mindset, Bullshit-Bingo, Ausrede, ich muss nur lang genug drüber nachdenken, dann ziehe ich die Kunden schon an. What? Umsatz kommt von Umsätzen und in dieser Woche also anstatt einer Salespiration mehr der kleine Arschtritt und deswegen wird es auch keine Beeps geben. Hier innen drin darf ich ja hoffentlich ein bisschen direkter sein und vielleicht, wenn auch nicht, dann kann ich es jetzt auch nicht ändern. In diesem Sinne, mein neuer Lieblingsspruch ist ja immer Make your sales great again, beziehungsweise KILD nutzen, Make your sales great again. Wer im Sales-Training gerade drin ist, kennt den schon. Damit beende ich momentan jedes Video. Also an der Stelle Umsatz, nochmal, kommt von Umsätzen, macht euch eine kleine Liste, macht Maßnahmen, die ihr diese nächsten 7 Tage gnadenlos umsetzt und sucht euch vielleicht noch den einen oder anderen Buddy, damit ihr euch selbst an die eigene Nase fassen und die anderen an die Nase fassen könnt. In dem Sinne, das war's auch schon mit unserer diesmittwöchigen Salespiration. In diesem Sinne, für alle Happy Karneval, Kölle Alarv und ansonsten auch Karneval kann man zum Umsetzen nutzen. In dem Sinne, tschüss.